Erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit? Gewohnt wurde in der Vorstadt, gearbeitet im Büro in der City und mit dem Auto fuhr man täglich hin und zurück. Energieverbrauch spielte keine Rolle. Das hat sich geändert. Sie wissen schon, Klimawandel, Energiewende, Ressourcenschutz, Green Building ist angesagt. Haben Sie schon einmal überlegt, wie viel das Bürogebäude an Energie verbraucht, in dem Sie arbeiten? Sie haben keine Ahnung, nehmen aber an, dass es ziemlich viel sein wird? Ein Grund mehr, der Sache nachzugehen. Was ist die Immobilie der Zukunft, haben wir Experten in Hamburg gefragt. Wir wollen herausfinden, welche Vorzüge sie für Mensch und Umwelt bietet, wie man sie zeitgemäß bewirtschaftet und ob sich das Ganze rechnet. Auf der Spurensuche haben wir zunächst Ralf Bode getroffen. Er hat sich auf die Nachhaltigkeit von Immobilien spezialisiert. Was ist seine Einschätzung? Das Gebäude der Zukunft wird sich auszeichnen durch besondere Qualitäten in der Nutzereffizienz, wird besonders energieoptimiert sein und es wird die Möglichkeit bieten, auch veränderte Nutzungsszenarien jeweils abzubilden über die Lebensdauer. Das klingt sympathisch und macht Sinn. Mittlerweile gibt es zahlreiche Green Buildings, die diese Merkmale aufweisen. Wie lassen sich solche Gebäude realisieren? Der Bauherr muss zu einem sehr frühen Zeitpunkt verstehen, wie ein gutes Ergebnis entsteht. Und dieses Ergebnis dann mit einem möglichst vollständigen Planungsteam schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt als Idee vorwegzunehmen, das ist der wesentliche Schritt. Und dazu gehört zunächst mal ein weitergehendes Verständnis von Planungsprozessen sicherlich, aber es gehört auch die Bereitschaft dazu, Fachleute schon sehr früh in Planungszusammenhänge zu integrieren, also ein wirklich nachhaltigkeitsintegriertes Planungsprinzip zu installieren. Ein grüner Teamspirit kann also nicht schaden, damit man das erreicht, was man sich vorstellt. Was ist nun, wenn der Nutzer ins Spiel kommt, also der Mieter? Der Nutzer ist tatsächlich die Blackbox, mit der das Thema Nachhaltigkeit zu kämpfen hat. Denn der Nutzer ist kein Fachmann. Der Nutzer kommt morgens in sein Gebäude und will einfach nur dort arbeiten, dort wohnen, will, dass es warm wird im Winter und will, dass es kühl wird im Sommer. Und das Verhalten des Nutzers zu steuern, entscheidet am Ende darüber, ob ein Gebäude tatsächlich seine Effizienzpotenziale ausnutzt oder nicht. Es scheint komplizierter mit der Immobilie der Zukunft zu sein als gedacht. Aber ist dabei die Technik der ausschlaggebende Faktor? Stellt sich nicht vielmehr die Frage, wie eine Art Kultur der Nachhaltigkeit aussehen könnte? Um zu erfahren, was der Nutzer von einer Immobilie erwartet, haben wir uns mit Roman Wagner verabredet. Er entwickelt Büroimmobilienkonzepte für die Arbeitswelt von morgen und begleitet Unternehmen auf diesem Weg. Die Hoffnung der Mieter ist neben der gesenkten Betriebs- und Nebenkostenabrechnung vor allen Dingen die Steigerung der Reputation des Unternehmens. Das einerseits in die Richtung der Öffentlichkeit, aber andererseits, und das finde ich persönlich viel wichtiger, in die Richtung der eigenen und der zukünftigen Mitarbeiter. Wagner spielt auf den viel zitierten War for Talents an und bringt damit neue Aspekte in die Überlegungen. Es ist vor allen Dingen die junge Generation, die sogenannte Generation Y, die für Veränderungen sorgt, die auch Veränderungen in Unternehmen fordert. Sie ist es nämlich, die Hierarchien gerne abgebaut haben möchte. Die Arbeit verändert sich und so muss auch die Immobilie reagieren. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Eigentümer und Mieter wäre also angebracht, damit für beide der gewünschte Mehrwert entsteht. In der Diskussion um die Nachhaltigkeitskultur in Unternehmen sehe ich vor allem das Management in der Pflicht. Hier gilt es, eine Strategie zu entwickeln, die sich zum Beispiel in den Corporate Social Responsibility Richtlinien, aber auch im Handbuch für neue Mitarbeiter wiederfindet. Genauso müssen wir unsere Dienstleister und Lieferanten dazu auffordern, sich diesen Kriterien letztlich zu beugen und damit auch für eine Multiplikation der entsprechenden Effekte zu sorgen. Denn nur so werden wir zu einem werteorientierten Immobilienmanagement kommen. Doch um das zu erreichen, müssen ökonomische Prozesse neu gedacht werden. Offensichtlich hat unsere Suche nach der Immobilie der Zukunft gerade erst begonnen.